Wir alle waren ja ziemlich begeistert von Logan. Hugh Jackman spielt das allerletzte Mal Wolverine. Und da gibt es nicht viel zu meckern, aber es gibt so zwei, drei Aspekte, die den Film davon abhalten, so ein richtig krasser Film zu sein. Jedenfalls aus meiner Perspektive. Und deswegen gibt es für euch heute die Spoiler-Ecke gemeinsam mit der Telekom zu Logan. Logan, was hast du getan? Bevor wir da jetzt auch schon total in die Details des Films gehen, möchte ich den Film selbst erst einmal richtig einordnen. Denn was ja interessant ist, ist, dass der Film sich nicht nahtlos in die X-Men-Filme einsortiert und eben auch nicht nahtlos in die Vorgänger-Wolverine-Filme passt. Denn streng genommen ist es eigentlich der Abschluss einer Trilogie von James Mangold, dem Regisseur selbst. Nämlich für mich ist es so quasi der dritte Teil einer nicht benannten Trilogie. Erster Teil Copland, zweiter Teil Walk the Line und jetzt eben Logan. Schatz, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr. Wie bei den gerade genannten Filmen ist auch Logan ein ungewöhnlicher Western rund um einen desillusionierten Mann. Quasi so einen modernen Cowboy. I hurt myself today to see if I still feel. Für mich als Filmfan, der jetzt selber keine Comicvorlagen liest, ist es ja toll, dass die Comicfilme, die von Fox kommen, die nicht direkt von Marvel produziert werden, immer die Handschrift vom Regisseur tragen und vor allen Dingen tragen dürfen. Wenn man sich jetzt einmal James Mangold anschaut oder auch Bryan Singer, die bringen eben wirklich so ihr eigenes Schaffen auch genau in diese Welt mit rein. If you look at some of my movies from Walk the Line to Girl Interrupted, I'm very interested in depressed characters, dark characters, troubled characters, characters even with a death wish. Das macht die Filme ein Stück weit originärer und auch überraschender, wenn sie nicht direkt von Marvel mitproduziert werden, denn sind wir ehrlich, auch ein Doctor Strange, der war super und der hat mega viel Bock gemacht, aber irgendwie hat man jetzt nicht erkannt, dass das ein anderer Regisseur war. Oder nehmen wir Civil War, Thor, Avengers allgemein. Das fühlt sich immer an, als hätte ein Herr Marvel Regie geführt. Die Filme machen Bock. Was haben Sie gerade gemacht? Aber eine eigene Handschrift tragen sie eben nicht. Was war in dem Tee? Was den Film unglaublich stark macht, habe ich auch schon in der Review genannt. Die verlinke ich euch auch auf jeden Fall noch einmal. Nicht, dass es jetzt heißt, so von wegen, ach, das war doch ein toller Film, warum meckert der denn noch? Ich muss das ganze Positive nicht nochmal ausdrücken, sondern möchte eben erklären, was denn für mich so die einzelnen Details waren, die mich davon abgehalten haben, diesen Film so komplett abzufeiern. Und dafür muss man eben ein bisschen spoilern. Das Konzept, alter Mann muss sich seiner eigenen Desillusion stellen, wird für mich nämlich zu sehr auf die Spitze getrieben. Im Mittelteil trifft ja Logan auf X-24, was für uns vor allen Dingen visuell und optisch eben die jüngere Variante von Wolverine selbst ist. Und das ist für mich dann schon ein bisschen zu viel Metapher. Das Publikum hat gemerkt, dass Logan die ganze Zeit mit sich selbst ringt, dass er Entscheidungen hinterfragt, dass er eigentlich gar nicht so richtig weiß, was macht er jetzt eigentlich? Logan, ich will nicht darüber reden. Logan, hören Sie auf! Bleibt er bei Professor X? Geht er direkt aufs Boot? Hilft er der Dame? Hilft er Laura? Ich brauche die Kleine. Welche Kleine? Los, hol sie. Also er ist total unausgeglichen und kämpft eben nonstop gegen sich selbst. Das muss ich nicht noch total offensichtlich sehen, dass er gegen sein jüngeres Ich kämpft. Das ist mir einfach zu viel und da bin ich dann einfach raus, um zu sagen, so nö, ist alles geil, das gefällt mir zum Beispiel nicht. Außerdem gibt es doch bereits im Film das jüngere Wolverine-Ich, nämlich Laura, die quasi Tochter von Wolverine, die auch noch die exakt gleichen Fähigkeiten plus mehr hat. So, das ist doch eigentlich schon alles, was ich brauche. Nein, nein, nein. Ach du Scheiße. Es wäre daher doch auch viel schöner, spannender und emotionaler gewesen, wenn man diesen Alt- gegen Jung-Konflikt eben wirklich deutlich mit Laura ausgetragen hätte, die nun mal wirklich all das auch verkörpert, was in Wolverine-Logan schlummert. Nicht okay! Dann wäre irgendwie auch das Ende viel emotionaler und krasser gewesen. Denn so, ja, findet man es durchaus traurig. Wolverine, Logan ist nicht mehr da, stirbt.
Aber hätte es wirklich einen Konflikt gegeben, der auch noch ausgetragen worden wäre, so Logan versus Laura, dann wäre diese Staffelstabübergabe so an das jüngere Wolverine-Ich doch noch viel packender gewesen. Ja, und ich gehe sogar so weit, dass ich eben nicht will, dass er gegen X-24 kämpft, sondern warum gibt es keinen Kampf zwischen Laura und Wolverine? Und das Ganze löst sich dann total dramatisch auch noch auf, dass sie A, nicht nur sehr viel gemeinsam haben, sondern eben, dass es auch noch die Tochter ist. Da habe ich doch eine viel höhere dramaturgische Fallhöhe. Und da kann ich auch direkt sagen, so hey, mag sein, dass das in den Comics so nicht steht, aber es ist ein neues und eigenes Medium. Da kann man sich doch mal so überlegen, wie schaffen wir es jetzt, dass Hugh Jackman so einen richtig krassen, würdevollen Abgang bekommt. Und ja, das ist für mich eben der Punkt, bei dem ich bei Logan am Ende leider Abstriche machen muss. So sieht das wahre Leben aus. Und so gibt es kein wirkliches Drama zwischen den beiden, sondern eigentlich immer nur so ein bisschen Zickerei, obwohl total offensichtlich Konflikte in der Luft liegen. Wir haben nämlich einmal Laura, die ja an die Prophezeiung glaubt, die sie wiederum aus den X-Men-Heften kennt. Wir haben hier einen X-Men-Fan. Davon ist vielleicht ein Viertel passiert. Aber nicht so. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite Logan, der sagt so ganz im Ernst, das sind so zwei, drei Sachen sind wahr, der Rest ist einfach nur irgendwie erfundener Müll. Ihr glaubt da nicht dran. Auch dieser Konflikt wird gar nicht weiter ausgearbeitet. Ich bin nicht das, wofür auch immer du mich hältst. Denn genau dieser Konflikt wäre ein typisches Western-Element gewesen. Es gibt diese Prophezeiung, an die glaubt man nicht. Das ist typisches Western-Ding, da gibt es meistens dann eben die Bibel. Man hat den Glauben an das Gute verloren. Und was eben in den anderen Western-Filmen gerne mal die Bibel ist, ist hier das X-Men-Comic-Heft. Leute, der Urmythos quasi. Und genau das sehen wir doch auch am Ende, als Wolverine dann tot ist und Laura das Kreuz umdreht zu einem X. Und genau da sehen wir ja diesen Mythos und wie sehr das Thema Glaube und Superhelden sein sich in dieser einen Szene verbindet und vermischt. Und die war natürlich so schon emotional, aber hätte man das eben noch in diesem kompletten dramaturgischen Fallstück inszeniert, dann wäre das wirklich total dramatisch geworden. Jeder hätte geweint. Und so ist man eben nur ein bisschen traurig. Und wie umwerfend, unglaublich, meisterhaft wäre es gewesen, wenn er eben diesen ganzen Konflikt nicht mit sich selbst ausgetragen hätte, sondern mit Laura. Da wären so viele verschiedene Ebenen mit ins Spiel gekommen. Wir hätten gleichzeitig auch nur rein von der Story her einen Logan gesehen, der einem Mädchen nicht helfen möchte, der danach eher gegen sie kämpft, um festzustellen, dass es sie weitaus mehr verbindet als einfach nur bloß eine Superkraft. Das wäre doch wirklich wahnsinnig gewesen, hätten wir alle weinend im Kinosaal gesessen. Dementsprechend ist der Film für mich eben trotzdem toll. Das möchte ich überhaupt gar nicht, wenn ich etwas kritisiere oder sage, hey, so wäre es für mich besser gewesen, gar nicht irgendwie abwerten. Der Film war für mich toll, aber das wäre für mich eben der Punkt gewesen, der den Film noch auf ein ganz anderes Level gehoben hätte. Und habe eben selber festgestellt, je mehr ich darüber nachdenke, was für mich so Punkte waren, die nicht ganz rund waren, komme ich eben einfach genau zu diesem Schluss, der Konflikt muss genau zwischen diesen beiden liegen und eben nicht nur bei ihm im Inneren. Wie seht ihr das? Das ist ja jetzt die große, große Frage, die sich stellt. Lasst darüber total gerne in den Kommentaren diskutieren. Habt ihr eine komplett andere These? Seht ihr es völlig anders? Könnt ihr mir zustimmen und habt da sogar noch mehr Argumente dafür? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wer Bock hat noch auf die alten Wolverine- und X-Men-Filme, der schaut die gerne bei Entertain.tv. Oder ihr schaut jetzt euch die Review zu Logan an, beziehungsweise meine letzte Spoiler-Ecke, die ich zusammen mit der Telekom auf diesem Kanal hochgeladen habe. Verlinke ich euch beides und dann sehen wir uns im besten Fall bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, macht es gut und adieu.